Ist es wieder Tag oder nein? Es ist immer noch Nacht und ich... Dann lass mal kurz pennen gehen. Nein, ich wollte noch... Ja gut, dann geht nur noch ein Villager-Zombie farmen und bekehren, wieder rückgängig machen. Wo ist der Creeper hochgegangen? Ja, yeah, da wurde ich gerade aufgefüllt. Achtung, Spinne hinter dir. Ich weiß, ich hab's gehört. Da hinten ist einer. Ja! Jetzt erst mal die Spinne töten. Nein, ich will dich nicht schlagen. Geh zur Seite, ich will deine Freunde töten. So. Komm her. Ich glaube, ich baue für Gertrud schon mal ein Haus. Wie heißt der? Keine Ahnung, also für Gertrud baue ich schon mal ein Haus. Wenn es ein Mann ist, Nick, überleg den Namen. Eberhard. Gut, eine Frau ist Ilse. So, Zaun ins Inventar. Au. Au. Au, hör auf mich zu schlagen, Eberhard. Vielleicht ist es ja aber auch einfach nur eine Frau. Was machst du dann? Dann hast du Ilse geschlagen. Ja, auf Ilse zu vermöbeln. Ich muss das tun. So. Nimm das und das da. Alter, das klingt so ätzend. Die kann mich doch nur durch den Zaun durchschlagen, geht's auch. So, schnell pennen gehen. Ach nee, dann fängt der an zu brennen. Warte, ich muss dann was drüber bauen. So, und ich habe noch nicht angefangen, Ilses Haus zu bauen. Warte. Alter, mein Inventar ist so voll überfüllt, das ist nervig. So, jetzt verbrennt Eberhard nicht und jetzt können wir pennen gehen. Gut. Na, willst du mir so zwei Häuser... Komm, da bauen wir die Häuser auch noch heute und dann ist gut. Ja, genau. Guck mal, was da reicht. Ich auch. Okay, Bad for this Häuser. I need wood. Okay, der ist immer noch nicht fertig. Achso, da hinten ist ein Creeper. Ja, mach du dir mal kalt, ich tue ein paar Bäume fällen. Ich snipe. Nein, 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 nicht das Wasser trinken. Zack, bisschen zu hoch. Zack. 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 So. Guck mal, wie der Zombie, der guckt, auf, der sieht den Villager durch die Wand. Na, Hammerangst. Zitterst du am ganzen Körper? Ist dir kalt? Oh Gott. Hast du nur Erde? 13. Ja, gib mir her. Hier, nimm den Krabbel. Yay. Fairer Deal. Naja, fast. Was macht die Spinne da oben? Oh, Setzlinge. Fliegt immer noch eine Erfahrungskugel. 2. So. Na, oh, ich habe immer noch eine Schaufel. Gibt's ja gar nicht so viel Schaufeln wie ich habe.
Da muss ja einer mitgedacht haben. Wer war das nur? Ich nicht. So, wir haben 1, 2. Mach egal, ich mach einfach abwechselnd. Zack. So, jetzt haben wir hier das Holz. Jetzt brauche ich noch ein paar Bäumstämme. Ja, da kann man die ganz normalen nehmen. Ganz normales Oakwood. Ach komm. Hallo. Mein Gott. Oh, yeah, der Villager ist fertig. Und, ist es? Es ist... Es ist auch noch einer. Hey, was verkauft denn die Ilse? Genau dasselbe. Nicht im Ernst. Nee, keine Ahnung, ich hab nicht geguckt. Ja, doch. Ernsthaft? Ja. Na. Ja, aber teurer. Ernsthaft? Mein Gott, wie dämlich. Warte mal, ich baue mal hier oben noch das bisschen hier so hin. Und dann komme ich auch mal ein Haus bauen. Okay, aber wer das wenn jetzt so brummquillern will. Jupp. So. Das war einfach nur ein ganz normales Dörfwert. Hier kommt, da hast du, mehr Treppen. Treppen habe ich nur noch Cobblestone. Okay, ich gehe welche machen. Obwohl ich habe nur Dschungelholz. Ja, warte, ich pflanze hinten gerade nochmal welches an. Hast du noch Baummehl dabei? Baummehl. Ja, ein bisschen. 6 Stück. Na, dann pflanz mal die ganzen Bäume nochmal neu. Okay. Manchmal kann sein, dass er... Warte mal, hier. So. 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 Drin sogar noch welche sind. Mach das Haus ein bisschen größer, da müssen ja 2 Villager rein, glaube ich. Jo. Ja, da passen locker 2 rein. Das ist halt ein bisschen gemütlich. Die Hand halt auch warme Winter. Achso, stimmt, machen wir das Dach aus Cobblestone, ne? Oder? Oder eher doch Holz. Trotzdem aus Holz. Okay, dann mach ich Oakwood-Treppen. So, und ich pflanze mir nochmal welche an. So was ich vergessen habe, wir müssen unbedingt Fackeln hin. So. Okay, hier würde sich Dschungelbäume lohnt sich, glaube ich, eher die anderen. Auf welche Höhe soll das Dach anfangen? Also soll ja, ich hier eine schon? Reihe oben drüber, hätte ich jetzt gesagt. Also wie hier jetzt nicht? Nee, da nicht. Spitz zulaufen lassen oder kein Plan. Auf, oder so eckig an einer Seite. Ich denke, eine Reihe kann man da noch draufsetzen. Ja. Nee, genau, da machen wir einfach Half-Slabs hin. So, dann kommt das... Ja doch, das da hin. Und das war's wieder mit dem. So.
schnell noch ein paar machen. Okay, da haben wir noch. Was wollte ich jetzt holen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich wollte irgendwas. Achso, ich wollte Glas holen. Das da rein, das. Einfach mal alles in die Truhe reinstopfen. Kommt bestimmt noch irgendwo unter. Ja, den Rest brauche ich noch. Bitte Reborn, wie kann man hier rein tun? Nein, nicht die Fackeln, die Knochen auch. Ich baue gerade Umsiedlungsspuren. Das sieht gut aus. Dann kloppe ich nämlich das hier schon mal weg. Reise auf den Tür. Soll ich denn da jetzt hinkommen? Warte. Ah, okay. Hatte ich nicht erledigt. Du kranke Mungo. Warte. Warte mal eine Sekunde noch. Hast du noch einen Oak-Holzblock? Nur die hier, die normalen. Kannst du da noch so einen hinsetzen? Danke. Okay, komm in ein neues Heim. Irgendwie sind die Glasscheiben in dem Ding hier komisch aus. Komm schon. Trautes Heim, Eigenheim. Juhu, er geht schon auf Erkundungstour, los geht's. Hier, da ist eine Tür. Come in. Ah, hier, guck mal. Dann hast du noch einen Einrichtungsgegenstand. So, jetzt ja gut, aber das Dach ist noch nicht fertig. So, guck mal. Hier ist sogar ein Tisch drin. Mit einem Stuhl. Komm schon, das ist doch nett hier, komm mal rein. Du hast sogar einen Freund, der wartet nur drauf. Ein Freund hat das eine Freundin. Ja, der gibt den zusammen Abenteuer erleben. Na, was sind denn das für welche? Mein Gott. Die sind ja voll langweilig, da passiert ja gar nichts. Vorsitzende vom Strickclub. Präsidentin des Strickclubs. Oh Gott. Das andere ist die Häkeltante. Nein. Zurück. Yay, der eine ist drin. Fehlt noch der andere. Wer ist jetzt eh dunkel, dann flüchten die da eh hin. Und ich brauche... Ah, ich hab ja noch Holz. Es können ja mehr Villager in ein. Ja, das ist immer das Problem. Manchmal quellen die dann einfach so raus. Weiß ich auch nicht wieso. Und wenn die Tür dann abbaust, dann sind es auf einmal 500 Villager, die da drin waren. Komm schon, gehen wir mal hin, Tante, mal hin. War die jetzt immer noch da außen rum, oder wo ist die? Ah, die ist wieder in ihr altes Haus. Ist im alten Haus. Mach da keine Tür rein. Okay, gut. Du hast es so gewollt. Wo ist sie denn? Das ist herausgegangen. Die guckt nur blöd, wir reißen ihr Haus ab. Die kommt mal wie die. Ja komm hier. Ja komm. Ja. Hallo. Wir reißen dein Haus ab, also.